Oh. Wir sind natürlich nicht nur immer in Präsenz unterwegs, sondern auch virtuell. Wir haben unsere Online-Community Zulip und da wird auch immer zwischen Events total viel ausgetauscht. Es ist so, ich möchte eine To-Do-App bauen, wer kann mir dabei helfen? Oder oh, ich habe mein Betriebssystem crasht immer und dann findet sich immer irgendjemand, der sagt, ach, hast du schon mal das probiert und hast du schon mal das probiert oder komm, ich helfe dir damit. Und da hat man standardmäßig so einen kleinen, so einen bunten Pixel-Avatar und wenn man jetzt der nächsten Gruppe zuhört, hat man vielleicht am Ende einen etwas personalisierten Avatar. Deshalb habt ihr jetzt die Gruppe My Avatar Studio von Phineas, Philipp, Mark und Ben. Bühne frei. Hallo, ich bin Philipp, das ist Ben, das ist Mark und das ist Phineas. Und wir haben zusammen das Projekt My Avatar Studio gemacht. Und warum erklärt Ben jetzt einfach? Warum haben wir eigentlich einen Avatar-Generator programmiert? Also, wir sind so im Internet rumgegangen und haben nach Avatar-Generatoren geguckt. Und uns ist aufgefallen, dass die erste Option immer war, ein Gender auszuwählen. Und wenn man Frau gewählt hat, dann konnte man keine kurzen Haare oder einen Bart angeben. Und wenn man einen Mann gewählt hat, konnte man auch keine langen Haare angeben. Und vor allem, viele waren auch kostenpflichtig und man möchte ja einfach nur schnell einen Avatar haben. Und dann ist es ziemlich nervig. Über Werbung müssen wir gar nicht erst reden, auch sehr nervig. Und das Schlimmste war, dass vieles davon auch Copyright war. Die Bilder, die den Avatar zusammengestellt haben. Und man möchte ja eigentlich den Avatar am Ende auch haben und benutzen können. Und deswegen haben wir einen Avatar-Generator programmiert. My Avatar Studio. Ja, also welche Technologien wir verwendet haben und wie das Ganze jetzt im Code aussieht, das erzähle ich euch jetzt mal schnell. Also grundsätzlich haben wir JavaScript, HTML und CSS verwendet, wobei HTML und CSS mehr für das Layout und das Design der Website waren und JavaScript mehr die Logik war, also die Scripts. Außerdem haben wir noch die Bibliothek P5.js genutzt, weil es mit der einfach war, die verschiedenen Grafiken einzufügen und dass da am Ende wirklich ein Avatar rauskommt. Also jetzt zeige ich euch kurz ein kleines Codebeispiel. Dafür gehe ich mal in unseren Code rein. Könnt ihr es sehen? Habe ich schon. Ich kann noch mal auf die alte Folie sehen. Auf die alte Folie gehen. Also, es hat jetzt leider nicht funktioniert, ich weiß nicht warum, aber hier könnt ihr einen kleinen Ausschnitt von unserem Code sehen. Wahrscheinlich ist es irgendwie auf die PowerPoint eingestellt, dass man nur die PowerPoint sehen kann. Aber wie ihr seht, das ist so ein kleiner Ausschnitt von unserem Code. Ja, grundsätzlich haben wir das alles mit Buttonsystemen gemacht, wo man dann die verschiedenen Avatare, die Komponenten auswählen kann. Haare, Augen, Mund und so weiter. Dafür mussten wir Variablen angeben. Ja, das können wir euch jetzt leider gerade nicht zeigen, aber ihr werdet es sehen, wenn Phineas euch jetzt zeigt, wie das Ganze dann aussieht. Können jetzt nochmal schauen, ob das jetzt funktioniert, immer noch nicht. Ja. Jetzt, ah, okay. Kann ich kurz. Okay, also wir haben jetzt hier die Startseite und von hier kann man auf Erstelle deinen Avatar und auf Über uns gehen. Wir machen jetzt erstmal auf Erstelle deinen Avatar und hier kann man
quasi die Augen auswählen, verschiedene. Und das die Gesichtsform. Oh. Hier und hier. Und dann kann man wieder zurück. Zurück. Oh. Und von dort aus wieder auf da unten über uns gehen. Und da kommt man auf eine Seite. So. Ja. Jetzt müssen wir rüber. Wir wollen wieder auf die PowerPoint. Ja. Also, wir hatten im Grunde nur einen Tag Zeit. Deswegen wollen wir natürlich noch mehr machen in Zukunft. Und dazu gehört zum Beispiel eine Farbauswahl, wo man Hautfarbe oder auch von den Klamotten die Farben verändern kann. Mehr Komponenten, weil wie ihr gerade gesehen habt, konnte man jeweils immer nur zwei angeben. Und mehr wäre natürlich besser. Ein kompletter Körper wäre auch cool und dazu würden auf jeden Fall auch Accessoires passen. Und was ich besonders sehr cool fände, wäre, wenn wir noch einen Download-Button hinzufügen, wo man mit einem Klick dann auch noch den Avatar, den man sich erstellt hat, in die Files runterladen kann. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf My Avatar Studio, dann könnt ihr mit eurem Handy den QR-Code scannen und ihr kommt auf die Website. Danke für eure Aufmerksamkeit. Aufpassen, wenn ich zu nah zu euch stelle, sonst stelle ich mich für den QR-Code. Ihr könnt euch alle keine Avatare generieren. Total schön, vielen, vielen Dank. Genau, was mich total interessieren würde, hattet ihr vorher schon Erfahrung mit Design? Wie habt ihr das designt? Waren das Vorlagen aus dem Internet? Habt ihr das selber gemalt? Und wie kombiniert man das überhaupt? Was ist dahinter denn so? Also genau, wie kriegt man da diese Bilder hin? Woher kommen die überhaupt? Du musst draufdrücken. Hallo? Also, wir hatten davor schon ein bisschen Erfahrung, also vor allem Ben, ich auch ein bisschen mit HTML und CSS. Die Bilder haben wir tatsächlich von einer Website, die haben wir zufällig gefunden. Da gab es kostenlose Bilder, die auch nicht copyrighted waren, als so Datei, wo sie alle wie eine Collage aufgestellt waren, wo man die einzelnen Elemente auswählen konnte und dann einzeln exportieren konnte. So sind wir an all die Grafiken gelangt für unser Projekt, ja, um die Avatare zu erstellen. Also es funktioniert im Grunde so, dass durch die Bibliothek P5JS, die wir auch benutzt haben, kann man die Bilder in den Canvas einfach übereinander lappen und so wird durch die Knöpfe immer wieder es neu geklärt und dann wird halt das Neue, so wie man es ausgewählt hat, hinzugefügt. Und ja. Voll schön, vielen Dank. Ihr habt euch ja vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Wir hatten schon ungefähr eine Woche vor dem Event, hatten wir so einen kleinen Vorkurs, damit die Teilnehmenden sich schon mal ein bisschen kennenlernen können. Und da war unser kleines Projekt Avatare zusammenbasteln. Das war einfach so, falls man noch nie irgendwas programmiert hat, dass man das mal machen kann. Ich habe so einen ganz, ganz simplen Avatar gebaut. Das hier ist dann natürlich die Profi-Stufe. Es freut mich total, dass ihr das mitnehmen konntet und so ein schönes Projekt gemacht habt. Vielen, vielen Dank.